Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht von Vogts DAX Daily. Wir werden uns heute mit dem jüngsten US-Zinsentscheid auseinandersetzen und seiner Auswirkung auf die Märkte und dieser womöglich schwelenden Finanzkrise, die wir derzeit sehen. Viel Vergnügen. Ja, die US-Notenbank hat ja am vergangenen Mittwoch ihre Zinsen nochmals angehoben. Bevor es diese Finanzmarktturbulenzen gab, war von einem möglicherweise großen Zinsschritt von 50 Basispunkte die Rede. Kurz vor dem Zinsentscheid hatte der Markt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur noch einen kleinen Zinsschritt eingepreist von 0,25%. Den gab es dann auch. Ich muss Ihnen allerdings ehrlich sagen, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass die US-Notenbank ganz auf diesen Zinsschritt verzichtet und erstmal abwartet, dass sich die Lage an den Finanzmärkten wieder beruhigt. Man kann ja nicht blind fahren und dann einfach weitermachen. Das Problem, was wir derzeit bei den Banken sehen, das sind zwar nur einzelne Banken mit spezifischen Geschäftsmodellen und bekannten Problemen betroffen, bis jetzt, aber das Problem ist wahrscheinlich größer, als man derzeit annimmt und es wird durch die hohen und weiter steigenden Zinsen noch größer werden. Das ist das Problem. Und als Notenbank dann noch Öl ins Feuer zu gießen, ist ziemlich dämlich. Allerdings, es gibt immer eine Zentralbank, die noch dämlicher ist, und das ist die Europäische Zentralbank. Die hat bislang in jeder Krise die Zinsen erst angehoben, um sie dann panisch wieder zurücknehmen zu müssen. Also sie hat immer erst die Krisen verschärft, bevor sie sie wieder bekämpft hat. Also hier sehen wir eine noch schlimmere Taktik als bei der US-Notenbank. Der US-Notenbank kann man zumindest zugutehalten, dass sie das Tempo ihrer Zinserhöhung gedrosselt hat, während die EZB ihr hohes Tempo beibehält, obwohl die Krise auch Europa erfasst hat inzwischen mit der Credit Suisse. Wenn Sie mich nach meiner Einschätzung fragen, dann sage ich, ich denke, wir werden in diesem Jahr 2023 noch keine Finanzkrise sehen. Das betrifft im Moment mit den akuten Problemen wirklich nur einzelne Banken mit spezifischen Problemen. Allerdings ist die Wurzel des Problems gut sichtbar. Es sind nämlich die hohen und steigenden Zinsen, die das Anleihenportfolio der Banken zum Schmelzen bringen. Und das wird uns in 1 bis 2 Jahren noch auf die Füße fallen. Beziehungsweise den Banken und damit letztlich uns allen. Deshalb wäre es ganz gut, wenn die Notenbanken jetzt erstmal die bekannten oder bereits vorgenommenen Zinserhöhungen wirken lassen und schauen, inwieweit die Inflation dadurch zurückgeht. Ich denke, da ist mehr Potenzial da, als die Zentralbanken glauben. Und dann erst weitere Schritte unternehmen, wenn die Wirkungen abschätzbar sind. So, jetzt schauen wir uns aber mal schnell noch die Märkte an. Wie haben die Märkte reagiert auf den US-Zinsentscheid? Wir sehen hier beim S&P 500 diese lange rote Tageskerze. Also hier ging es tief ins Minus am Tag des Zinsentscheides. Hatte man sich wohl heimlich erhofft, dass die US-Notenbank sagt, wir warten jetzt erstmal ab und machen den nächsten Schritt. Vielleicht auf der nächsten Sitzung im April. Es kam nicht so. Da war wohl ein bisschen Enttäuschung im Spiel. Allerdings wurde es am Folgetag diese Enttäuschung nahezu wieder ausgebügelt. Beim S&P 500 sind wir jetzt in der Pattsituation. Wir sind leicht über der 200-Tage-Linie. Das ist gut. Diesen schönen Ausbruch nach oben hier konnten wir nicht ganz halten. Das ist nicht so gut. Insgesamt sind wir in der Seitwärtsbewegung seit November. Das ist neutral. Jetzt muss man einfach mal schauen. Ich würde sagen, ein S&P 500 ab 4.100 Punkte spricht nach einem neuen Anlauf auf die Jahreshochs, die dann wahrscheinlich auch geknackt werden. Also ab 4.100 Punkte können wir davon ausgehen, dass die nächste Rallye läuft.
aus zyklischen und saisonalen Gesichtspunkten kommt sie? Aus charttechnischen Gesichtspunkten steht da noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Aber ich habe Ihnen auch einen Index mitgebracht, der wirklich hervorragend aussieht. Das ist der ausgerechnete Technologieindex Nasdaq 100, der im letzten Jahr so gelitten hat. Der hat jetzt eine schöne relative Stärke aufgebaut und ist tatsächlich auf dem Weg auf ein neues Jahreshoch, beziehungsweise hat noch am Tag des Zinsentscheides ein neues Jahreshoch gemacht, allerdings nur kurz, ist dann auch enttäuscht gefallen. Am nächsten Tag wurde auch das wieder ausgebügelt. Also der ist dabei, nach oben auszubrechen. Das sieht sehr gut aus. Also hier sind wir, glaube ich, schon wieder im Rallye-Modus. Und ich sage es mal so, wenn die spekulativen Technologiewerte die Rallye anführen, also wenn das spekulative Geld wieder in den Markt strömt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Dann haben wir eine gesunde, breitbasige Rallye mit einem eindeutigen Favoriten. Das sind nämlich die spekulativen Werte. Nicht die defensiven, wie wir das im letzten Jahr hatten. Da haben sich Pharmawerte ganz gut gehalten und Versorger teilweise. Da wäre mir unwohl, wenn solche Werte eine Rallye anführen würden. Aber wenn es die Technologiewerte sind, dann sehen wir wahrscheinlich eine größere Rallye. Jetzt schauen wir uns noch an, was der Zinsentscheid am Devisenmarkt und am Rohstoffmarkt oder bei den Edelmetallen angerichtet hat. Na, wir sehen hier einen Euro, der wieder Tritt gefasst hat. Beim Euro geht es darum, die 1,10 zu knacken. Wenn er das schafft, kann er bis 1,15 weiter steigen. Die Idee dahinter, dass der Euro wohl jetzt wieder stärker ist, ist wahrscheinlich, dass der Markt damit rechnet, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhung tatsächlich bald einstellt, auch wenn sie es gerade noch anders kommuniziert, während die EZB munter in die falsche Richtung rennt, also in die Krise hinein, mit großen Zinsschritten noch weiter Öl ins Feuer gießt. Das wird erstmal dazu führen, dass der Euro noch zulegen wird, weil die Zinsdifferenz zum Dollar kleiner wird. Aber wenn wir in 1 oder 2 Jahren eine Krise kriegen und im Euroraum vielleicht noch eher, weil die Zinsbelastung hier wesentlich dramatischer ist als in den USA, dann wird das dazu führen, dass der Euro nachher wieder kollabiert. Also der wird diese Niveaus, die wir derzeit sehen, wahrscheinlich nicht halten können. Wir werden uns dann wahrscheinlich in 1 oder 2 Jahren wieder einen kräftigen Zinssenkungswettlauf mit den Amerikanern liefern. Ja, und naja, das ist noch Zukunftsmusik. Kurzfristig geht's rauf mit dem Euro, mittel- und langfristig wahrscheinlich dramatisch abwärts. Und was bedeutet das jetzt für den Goldpreis, wenn es erstmal weiter aufwärts geht mit dem Euro? Naja, ein schwacher Dollar ist immer gut für Gold, aber Gold kriegt natürlich noch Rückenwind durch einen anderen Umstand, nämlich das Vertrauen ins klassische Finanzsystem, ins Papiergeldsystem schrumpft gerade wieder und wir sehen, der Goldpreis steigt wesentlich deutlicher an, als es der Euro-Dollar-Wechselkurs ist. Euro-Dollar immer noch unterhalb des Jahreshochs, der Goldpreis schon drüber, fast schon am Allzeithoch, also noch 200 Dollar, dann sind wir am Allzeithoch. Ist jetzt auch wieder auf dem Weg nach oben, der Goldpreis. Also, das sieht nach einer sehr steilen, ich muss sagen, nach einer Flucht in Gold sieht mir das schon aus. Also, Goldpreis hat im Moment noch Luft bis etwa 2200 Dollar. Dort muss man dann weiterschauen, dort sind die Allzeithochs. Und wenn die geknackt werden, dann sehen wir hier alle Dämme brechen, würde ich sagen. Also, dann ist auch die 2500 sehr schnell erreicht. Ja, mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Henrik Vogt.